Die große Samstagsdokumentation. Samenspende, Eizellenspende, künstliche Befruchtung. Eine Kinderwunschbehandlung ist mit großen emotionalen Belastungen verbunden. Warum nehmen Frauen die Strapazen einer solchen Behandlung auf sich? Wenn ich jetzt dieses Baby nicht bekomme, dann weiß ich wirklich nicht, wie es für mich weitergeht. Kinder sind nicht dafür da, die Wünsche ihrer Eltern zu erfüllen. Welche Motive haben die Spender? Ich bin der Meinung, dass man durch die Samenspenden vielen Paaren helfen kann. Wie lebt es sich als Spenderkind? Das ist so, wie wenn man ein Buch nicht zu Ende gelesen hat. Ich mach mir ein Kind. Mutterglück ohne Sex. Samstag, 20:15 Uhr.